Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu Siedler 3, Überraschung. Wie ihr vielleicht den Titel gesehen habt, das ist ein Special-Video. Einfach kleines Dankeschön, weil wir 100 Subs geschafft haben und die meisten Subs ja von Siedler 3 kommen. Und ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass wir jeweils über 100 Subs kommen, aber hey. Dankeschön. Wir spielen auf der kleinsten Map. Wir spielen eine Free-for-All mit 8 Computergegnern oder mit 7 Computergegnern. Auf einer Random Map, wir spielen Asiate und let's go. So, schauen wir mal, wie unser Spawn ist. Erstmal müssen wir uns um unsere Holzproduktion kümmern. Wir sind die Asiate. Standardprozedere also. Dann schauen wir uns mal um. Müssen wir eigentlich als erstes auch gleich mal das Gebirge absichern, dass wir uns da möglichst viel holen. Und, ah, Sumpf! Seht ihr es? Sumpf! Ah! Okay, bester Spawn. Nein, nicht bester Spawn, aber guter Spawn. Sumpf ist immer das, was man bei einer Random Map, wo man beten muss, dass man Sumpf bekommt. Also man bekommt ihn relativ oft, aber nicht oft genug. Da ist schon der erste. Okay. Ein Römer, passt. Und da oben ist der nächste. Blau, okay. Und nach hinten scheint es relativ frei zu sein. Gut, das heißt, wir werden zwei Türme bauen, um uns jeweils in beide Richtungen abzu. Ja, vielleicht kriege ich den Turm näher. Ja, wir müssen uns eigentlich möglichst viel von den Gebirge sichern. Deswegen bauen wir die beiden Türme. Auf Prio. Dann haben wir hier ein bisschen Sumpf. Passt. Okay, passt. Also gerade der Anfang ist immer ein bisschen happig mit so vielen Computergegnern, weil wenn ihr einen überrennt, hat man tatsächlich verloren, auch obwohl 25% Kampfstärke ist halt leider nicht ausreichend, um sich gegen alle zu verteidigen. Vor allem, wenn man ein paar Türme baut. Aber es sieht erstmal gut aus. Wir können hier uns noch ein Stück vom Gebirge vielleicht schnappen mit den beiden Türmen, den Turm abreißen. Und dann sollten wir eigentlich den Großteil haben, was wichtig ist. Ja, okay. Wird alles beliefert, dann können wir die Prio hier wieder runterstellen. Ernsthaft? Liefert den Spaß halt doch hin da jetzt bitte. Die Türme müssen schnell hochgezogen werden, weil wir brauchen das Gebirge. Das ist bei Random Maps ist immer das wichtigste Gebirge und für den Asiaten Sumpf muss man sich sichern. Weil umso mehr Gebirge man hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass man Soldaten bauen kann. Und wer halt keine Soldaten bauen kann, ist out of the game. Deswegen fokussieren wir uns da ganz stark drauf, dass wir zuerst das Gebirge einnehmen und dann erst den Steinmetz bauen. Wir sind ja Asiate, deswegen können wir uns das erlauben. Okay, aber sieht gut aus soweit erstmal. Da müssen wir nachher noch schauen, dass wir hier irgendwie noch eine Linie ziehen, dass uns der Ägypter hier nicht umkreist. Und hier oben natürlich auch, der blaue. Ah ne, das sind Römer, ne? Ach, keine Ahnung. Egal. Der Gegner. Der Gegner. So, wir brauchen einen Soldaten. Für den Turm. Ja, der braucht noch ein bisschen, bis der frei ist, aber hey. Dann können wir schon mal den ersten Steinmetz bauen. Hier. Da müssen wir mal gucken, wohin wir expandieren. Hier oben haben wir eigentlich das grünere Land. Das sieht besser aus. Hier unten ist sehr viel Wüste und nicht so leicht zu bebauen. Dementsprechend werden wir uns wahrscheinlich auch nach oben erstmal fokussieren und vielleicht den Ägypter erstmal machen lassen. Schauen wir mal. So, erstmal hier. Ah, uns gehört sehr viel von den Gebirgen, das ist sehr gut. Ja, Ägypter, sage ich immer, dabei ist ein Römer. Ja. Egal. Ich muss auch schauen, ob ich überhaupt noch siedeln kann, jetzt, nachdem ich so viel Pioneers auf Begonia gezockt habe. Aber. Ganz ehrlich, das ist unsere DNA in unserem Blut, ja. Wir wissen, wie man siedelt. Und wir wollen heute eigentlich nur ganz entspannt das Free-for-All zocken. Und schauen wir mal, wie es läuft. Genau. Und es war ein bisschen so, wie ich gesagt habe, ein Dankeschön einfach, weil als ich damals angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, ist ja jetzt schon 2 Jahre her. Actually, also mein Growth ist ultra langsam, aber auch nicht wichtig.
Ich habe ja eigentlich nur ein paar Videos gemacht, weil ich wollte was zum Schauen haben, selber abends im Bett. Und es gab einfach den Content, den ich schauen wollte, nicht. Deswegen dachte ich mir, hey, ich mache selber Content und schaue ihn dann selber. Selber schauen tue ich ihn tatsächlich nicht mehr, weil ich weiß ja, was passiert. Das ist dann tatsächlich langweilig. Aber ich habe Spaß dran gefunden und bin tatsächlich erstaunt, dass es doch 100 Leute gibt, die gesagt haben, hey, oh, gut, dass wir den Turm gebaut haben, der... Die Amazone hat sich schon stark ausgebreitet. Ja, aber jetzt gehört uns der Sumpf, das ist das Wichtige. Gut, dann gleich hier noch einen Turm, um uns das Gebiet vollständig zu sichern. Der kann abgerissen werden, den brauchen wir nicht mehr. Sagte ich und hab schon Landverluste hier unten durch den Römer. Ah, hahaha. Ja. Egal, wir haben Gebirge. Ja, dann brauchen wir hier auch fast noch einen Turm, um uns gegen den Römer abzusichern. Aber da haben wir 4 Türme. Damit haben wir ein bisschen Land, das sollte uns erstmal am meisten bringen. Okay. Gut. Das ist alles gebaut. Da brauchen wir als nächstes eigentlich ein mittleres Wohnhaus. Eigentlich will ich nicht so viel Planierarbeit da reinstecken, deswegen setzen wir es da unten hin. Gut, wir haben da jetzt so ein Dreieck verloren. Das ist, denke ich mal, verkraftbar. Die beiden Türme brauchen wir noch. Da haben wir noch ein bisschen freie Einheiten. Sollte passen erstmal. Das ist immer die Gefahr bei den Computergegnern ist, die greifen halt auch an. Und wenn man dann 4 Türme hat nur, dann greifen die halt durchaus auch mal an. Und die haben mehr Einheiten als wir. Das macht das Ganze immer ein bisschen tricky und gefährlich. Aber entspannt, ne? Sollte erstmal alles noch klappen. Wichtig war dieser Sumpf hier. Das war das Wichtigste. So. Jetzt bauen wir das alles hoch und wenn dann das Wohnhaus fertig ist, dann kümmern wir uns um die nächste Holzkette. Aber die Türme kriegen wir schon mal rechtzeitig fertig. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Landgrenzen gesichert und Gebirge. Ganz viel Gebirge haben wir. Gut. Wir sollten also jetzt, solange wir jetzt quasi das Early Game überleben und nicht irgendwie dumm sterben, können wir das gewinnen. Aber es ist immer so ein... Dass es halt immer so ein Stress sein muss von Anfang an, ist halt ein bisschen meh. Fehlt uns Holz? Ah, da fehlt tatsächlich ein Holz. Okay. Gut, aber der fängt jetzt an zu producen. Wir sollten also als nächstes auch direkt das zweite Sägewerk bauen, da wir derzeit sehr viel Holzstämme haben, aber kein Sägewerk. Ist das auf jeden Fall das nächste Objekt der Begierde, nachdem... Das hier fertig ist. 8 Holzbretter abwarten. Können wir uns das leisten? Müssen wir uns fast leisten, ja. Wir haben eigentlich fast keine andere Option. Ja gut, dann müssen wir das jetzt abwarten. Bisschen wenig Holz, mit dem wir starten, als Asiate immer. Aber gut, immerhin der Turm wird fertig. Ja, dann warten wir, bis halt die 8 Holz da sind, ne. Der produziert ja jetzt. Hat 6 Baumstämme. Also, wir können das produzieren, das ist nicht das Problem. Gut. Jetzt die Frage, wo die zweite Holzkette hinkommt. Wahrscheinlich direkt hier, oder? Kann ich... Ah, ich darf da sogar drauf bauen, okay, sehr gut. Sieht ein bisschen wie Wüste aus, aber ist wohl keine. Ah, gut. Sumpf haben wir. Sumpf ist echt das Wichtigste. Ohne, wenn man keinen Sumpf hat, ist man halt echt verloren. Wir hätten den Turm nicht abreißen sollen, aber okay, egal. Jetzt haben wir wieder eine stabile Landesgrenze hier, also alles in Ordnung. Ja. Müssen wir warten. Ja, da oben. Gut, unseren KIs geht es nicht anders. Die haben auch Materialmangel. Also, wenn wir das jetzt intelligent spielen und, ne, wir sind ja intelligent, habe ich gehört. Dann sollten wir das mit easy machen. Als Asiat ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir noch die zweite Holzkette hochziehen. Schauen wir mal kurz, wie unsere Ressourcen sind. Wir haben noch 4 Äxte und eine Säge. Das heißt, wir können noch 3 Holzfäller bauen. Das werden wir auch tun. Und dann, ja, sieht es gut aus. Gibt es hier Fische? Ja, vielleicht bauen wir da noch einen Fischer hin nachher. Schauen wir mal. Wichtig ist erstmal die zweite Holzkette jetzt und dann Mana-Produktion und dann Level 2 Schwerter und dann können wir eigentlich schon Stress machen. Normalerweise ist es ausreichend, weil die Gegner haben dann doch nicht so viel.
Gut, er scheint noch gut zu produzieren zu können. Vor allem die Amazonin hat schon kein Holz. Ja gut, die ist auch holzlastig, ne? Holz ist natürlich immer schwierig. Okay, gut, passt. Machen wir weiter. Was ist jetzt die beste Order zu bauen? Ja, wahrscheinlich schon so. Förster. Und hier, ja. Förster. Holzfäller. Holzfäller. Sägewerk. Und dann noch ein Holzfäller. Hilft eh nichts. Müssen wir jetzt warten, bis es fertig ist. Ohne Holz ist bei den Asiaten halt nichts los. Aber damit haben wir dann hier schon mal ein gutes Holz, guten Holzgrund gelegt, sage ich mal, und sollte dann auch gut funktionieren. Und der zweite Förster hilft natürlich jetzt auch massiv, schon mal die Bäume nach oben zu bringen, die wir hier pflanzen. Ja. Und danach direkt Mana. Denk schon. Und danach müssen wir den Römer übernehmen. Aber wir können aber jetzt schon mal anfangen, unsere Geologen loszuschicken, um zu schauen, was wir hier in unserem Gebirge haben. Wir müssen einiges an Einheiten produzieren, da wir ja alle nur mit 25% Kampfstärke. Ah. Und wenn man Hilfe braucht, kommt die KI und hilft einem. Und wir schießen die Geologen ab. Mehr ja, egal. Ich wollte mich gerade schon bedanken, dass uns hier vom Computergegner geholfen wird, aber wir haben ja Bogenschütze auf unseren Türmen. Ja, Pech gehabt. Wir können jetzt auch überlegen, ob wir noch einen Turm hier unten hinbauen, um uns abzusichern, damit uns das ganze Land hier hinten noch gehört, aber ich glaube mal, dass dementsprechend noch keine Eile besteht. Genau, und wir brauchen jetzt eigentlich Kohle und Eisen und Mana und dann passt alles. Das mit der Holzproduktion läuft sehr gut. Ja, mega. Sehr gut. Es kommt alles an, was wir brauchen. Der produziert schön. Der hat auch noch Holzstämme ohne Ende. Super. Ah, wir haben aber nichts im Gebirge. Das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Und schaut mal da drüben. Wenn wir keine Rohstoffe haben, haben wir natürlich ein Problem, weil wir können 5 Eisenbarren herstellen. Ja, sind 5 Schwerter. Ist jetzt nicht so viel. Auch 5 Level 2 Schwerter werden uns nicht weiter. Ah, Kohle, okay. Ich meine, auch 5 Level 2 Schwertkämpfer werden uns hier nicht helfen. Wir müssen also durchaus ein bisschen mehr finden. Und hoffen einfach, dass in dem Gebirge jetzt ein bisschen mehr drin ist. So, ja, genau. Da kommt jetzt das Holz langsam an. Der nächste Geologe, der gekillt wurde. Naja. Okay, als nächstes dann kommt der die Reisfarm. Da ist eine auch völlig ausreichend, die hier alles voll pflanzt. Ja, okay, hier gibt es schon mal Kohle. Das ist ja schon mal was wert. Jetzt brauchen wir nur noch Eisen. Wie sieht es denn mit Getreide aus? Wir haben nur eine Sense. Müssen eigentlich einen Werkzeugschmied bauen für mehr Sensen. Ah, Kohle. Okay. Kohle ist das Wichtigste. Wir brauchen auch Kohle für unsere Mana-Produktion. Also gut, dass das in die Richtung geht. So, das heißt, hier ist überall Kohle. Wunderbar, dann schaut mal, was da noch ist. Dann können wir schon mal die Kohleminen platzieren. Eins. Aber passt da echt keine mehr hin. Eins. Zwei. Nee, das ist auch kacke. Okay, dann ist es wirklich nur eine, die hier ist. Okay. Gut, dann ist es halt nur eine, die das hier ist. Rum ist nix. Ah, unpraktisch. Vielleicht müssen wir doch mit Dieben arbeiten. Und uns da drüben bedienen. Da ist auch ein bisschen Kohle. Ah, schlecht, 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 schlecht. Okay. Ansonsten brauchen wir weiter Leute als nächstes. Hier.
Und dann die Getreidefarm, die erste schon mal bauen. Am besten hier, dann kann dann da schon mal anpflanzen. Ja. Genau. Ja. Dann ist halt so. Okay. Mittleres Wohnhaus und Getreidefarm, die nächsten zwei Projekte. Ein bisschen Gold, aber auch nicht wirklich viel. Und nochmal Kohle. Wir bräuchten Eisen. Scheinbar gibt es in dem ganzen Gebirge kein Eisen. Hä? Schauen wir mal, ob es hier unten noch ein Gebirge gibt vielleicht. Haben wir Glück. Eisen, Goldmine. Kohlemine. Ja, kriege ich da nicht mehr hin, ne? Aber das Problem hier mit den Sachen. Okay, also zwar da oben gibt's Eisen. Ah! Da oben gäbe es Eisen. Wir könnten da eine Eisenerzmine sogar platzieren. Okay. Ich meine, ja. Klar. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Er hat Edelsteine. Mein Gott, der arme Junge. Wir haben eine gute Kohlemine. Ja, es ist okay. Es sollte ausreichend sein, dass wir Level 2 Schwertkämpfer bekommen. Und dann können wir vielleicht 10, 12 ausbilden. Und dann können wir angreifen und uns schon mal ein bisschen Land holen. Bleibt nur die Frage, was wir uns holen wollen. Bräuchten gleich mal einen Dieb, der mal da reinläuft. Mal guckt, wie es da aussieht, weil am besten natürlich wollen wir uns das Gebirge holen. Ja. Werden wir schon angegriffen? Nee, noch nicht. Okay. Und Holz fehlt. Aber wir sind ja gut am Arbeiten. Ne? Was Holz angeht, sind wir gut am Produzieren. Steine haben wir auch noch, also auch noch kein Mangel direkt. Okay. Ja, da gibt es ein bisschen Eisen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wo wir vielleicht Eisen rausziehen können. Müssen wir probieren. Ja, und ansonsten halt die beiden Jungs hier. Denen müssen wir mal Stress machen. Wenn wir das ganze Gebirge haben, haben wir ein bisschen mehr Eisen. Da ist auch eine Eisenerzmine, ja. Das könnte quasi das sein, was unser Ziel ist. Also eigentlich sogar die Amazonin, weil da das Eisen ist. Und die Kohle ist erstmal zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig. Ja. Okay. Gut. Also der Turm. Ich hatte viele Soldaten, denn wir haben Kampfkraft 0. Ja, interessant. Durchaus interessant, wie wir das Ganze lösen werden. Ah, ich weiß ja noch nicht. Genau. Als nächstes bauen wir hier mal die Fischerhütte noch. Nein, Schaden tut's ja nicht. Und Fluss. Ja, da haben wir immer einen Fluss. Einen. Genau, hier unten ist ein. Achso, mein Dieb. Okay, mein Dieb. Das ist okay. Ich dachte gerade, wer stirbt denn da? Hier unten ist nichts mehr. Okay. Na. Ja, sind wir mal ehrlich, könnte besser laufen. Aber gut, es ist wie es ist. Mehr kann ich nicht tun. Und muss halt damit jetzt zurechtkommen mit dem, was ich habe. So, jetzt werden wir hier noch einen Turm bauen, um uns abzusichern, dass der Römer sich auch nicht weiter dahin ausbreitet, damit uns das ganze Gebiet gehört. Das können wir dann mit Pionieren einnehmen. Dann haben wir hier unsere 5 Türme, die wir halten müssen. Okay. Also wäre schon wichtig, dass wir auf Level 2 kommen, möglichst schnell. Das heißt, als nächstes eine Distille.
Oben muss auf jeden Fall ein Wasserwerk hin, ne? Darf ich mir nicht verbauen. Also kommt die Distille halt dann hier hin. Ja. Gut, und die erste Kohlmine bauen wir auch schon mal. Gut, und dann hoffen wir, dass wir da ein bisschen Eisen rausziehen aus dieser Eisenerzmine. Auch wenn es nicht so aussieht. Nee, schlecht aus. Dann Plan B. Wir klauen. Plan B, wir klauen einfach. Das geht ja auch. Man kann ja auch klauen. Das heißt, wir fangen schon mal an, die Kohle zu klauen und danach klauen wir das Eisenerz von da oben. My bad. Was soll ich tun? Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Aber ich muss an irgendwie Kohle und Eisen kommen, sonst ist es Game Over. Okay. Gut. Next Steps. Wir produzieren gerade, genau, wir planen jetzt als nächstes Alkoholproduktion und dann direkt auf Waffenproduktion gehen. Mit den gestohlenen Sachen. Also, erstmal Kohle klauen hier. Derweil warten wir, dass der Eisenerzmann produziert. Also, wenn das steht, ist sowieso Eisenschmelze, Waffenschmiede der nächste. Und nur Schwerter. Alles andere erstmal egal. Ich hasse, dass sie das Fleisch klauen, aber egal. Nahrung ist auch wichtig. Ich kann eigentlich gleich hier das fallen lassen, ne? Stört ja niemanden. Meine Träger holen das easy ab. Also wir brauchen als nächstes auch dann Eisenschmelze und Waffenschmiede. So. Ich bin extrem angespannt, bin ich ehrlich. Gefällt mir nicht, wie das hier läuft. Aber gut. Na, die zieht kein Eisenerz raus, Mann. Ist nicht gut. Wir brauchen unbedingt Eisenerz. Kann nur hoffen, dass die Mine liefert. Ich nehme das jetzt gerne mit hier, das, jetzt meint er natürlich angreifen zu müssen, ne? Okay. Haben wir ihn noch davon abgehalten? Unsere Scare-Taktik hat funktioniert. Und wir holen hier weiter die Kohle raus. Eigentlich wäre es cool, wenn wir hier noch direkt aus dem Lager klauen, aber da hat er gerade seine Soldaten rumlaufen. Das kostet mir ein bisschen zu gefährlich. Okay. Aber immerhin haben wir jetzt hier nochmal ordentlich Kohle rausgeholt schon mal. Das hilft uns auf jeden Fall. Genau, und eigentlich müssen wir auch ein bisschen Gold herstellen. Was war unser Zauber? Asiaten können Stein zu Eisen machen. Ja, genau, okay. Oh wait, wir können Stein zu Eisen machen. Mega, stimmt ja. Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Das ist natürlich die Genius-Idee. Wir können Stein zu Eisen machen und wir haben hier Steine. Mega Premium-Idee. Das ist, was wir... Darauf sollten wir gehen. Ja. Mhm. Perfekt. Das ist es. Stein zu Eisen wird uns heute retten. Dass ich mal auf Zaubersprüche zurückgreifen muss. Alter, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist auch wieder so ein Ding, weißt du? Da spielst du nie mit Zaubersprüchen, weil Zaubersprüche eigentlich ultra kacke sind. Und dann jetzt einmal. Auf einmal. Der Geistesblitz. Stein zu Eisen. Damit können wir das Game gewinnen. Das ist tatsächlich die Option. Ja? Da gibt es auch noch ein bisschen Eisenerz. Ja, vielleicht sogar besser als da drüben. Reißen wir die Mine nochmal ab. Schicken aber die jetzt mal dahin. Lass uns anschauen, was da tatsächlich ist. Ja. Hast du jetzt die Eisenerzmine abgerissen oder was hast du da gemacht? Tatsächlich, ne? Okay.
Aber da könnte man tatsächlich auch versuchen, eine zu bauen. War nicht geil, aber besser ist nicht. Ah, okay. Ja, doch. Da würde die auch sehr gut hinpassen, ja. Okay. Dann, wenn wir eine bauen, bauen wir sie dahin. Gerade so, dass sie noch hinpasst. ja, dann hier. Laut da nochmal. So, wir bauen hier schön weiter gerade, ne? Das passt alles. 8 Kohle ist eigentlich genug für die Distille. Das heißt, sie kriegt jetzt keine Kohle mehr. Genau, damit können wir 8 Mana produzieren. Also 16, das reicht für Level 2 Schwertkämpfer. Mehr wollen wir ja auch erstmal nicht. Okay, er fängt an zu produzieren. Er braucht die Kohle jetzt. Wir sollten als nächstes Gold schmelzen, um unsere Kampfkraft zu erhöhen. Und wofür nutzen wir das Getreide? Am besten für Brot. Ja, genau. Okay. Also brauchen wir als nächstes erstmal nochmal ein Wasserwerk. Ja, scheißegal. Und eine Mühle. Und eine Bäckerei. Genau, und dann brauchen wir noch eine Kaserne. Perfekt. Nee, da ist die schlecht. Dann hier. Ja, muss wohl hier hin. Wenn ich sie dahin baue und die ausgebildet werden, laufen die direkt zu dem Turm und das wollen wir nicht. Deswegen bilden wir dann. Ja, da vielleicht noch eher da oben. Ja, die Kaserne dahin. Und was hatte ich da jetzt noch gebaut? Die Bäckerei, ne? Ja, dann dahin, ja, passt. Okay. So, können wir mal gucken, ob wir da oben klauen können. Weil bei der Mine können wir erstmal nicht mehr klauen. So wie es aussieht. Aber sieht auch nicht wirklich gut aus, ne? Ja. Okay. Aber egal, wir machen Stein zu Eisen. Apropos Stein. Stein sieht noch ganz okay aus, ne? Wir haben da noch ordentlich Steine, die man abbauen kann. Brauchen wir noch einen zweiten Steinmetzen. Hier unten. Der schon mal die Steine auch abbauen soll dann als nächstes. Okay, sehr gut. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf. Ja. Genau, dann brauchen wir erstmal nochmal neue Leute. Nochmal ein mittleres Wohnhaus. Bam. Okay. Was für ein Stress, Alter. Die Mission macht mir echt ein bisschen. Gibt mir ein bisschen zu denken. Ja, Römer ist natürlich auch praktisch, ne? Barbaren bekehren. Darf man jetzt nicht außer Acht lassen. Das könnten uns natürlich auch nochmal. Auch nochmal kosten. Das könnte uns nochmal kosten, ne? Barbaren bekehren. Also sollten wir uns vielleicht tatsächlich zuerst mit der Asiatin, mit der Amazonin anlegen. Und den Römer erstmal hinten. Ich weiß nicht. Er wird halt nicht angreifen ohne Soldaten. Also, da er wahrscheinlich kein Gebirge hat, wird er uns nicht angreifen. Das wäre schon mal positiv. Dann müssten wir uns nicht um den kümmern und. Naja, wir haben dann die eine Kohlemine nicht. Na, whatever. Ist vielleicht not so bad. Ist vielleicht vertretbar, ja. Ja, ist vertretbar. Okay. Sieht's aus mit Spitzhacken? 3 Stück noch. Wir hatten Start bestimmt mit. Ja, da ist auch noch. Okay, passt alles. Wir müssen uns erstmal ein bisschen Raum zum Atmen verschaffen, ja. Das ist es eigentlich. Und wir haben kein Eisenerz mehr, das heißt, als nächstes den hier auch noch bauen. Ja, gut.
Dann haben wir erstmal eine Mine gebaut. Die findet immer noch nichts. Na gut, ne? Was will man machen? Dann haben wir erstmal eine Mine gebaut und können erstmal fördern, was wir fördern können. Der reißt die Mine wieder ab. Was für eine dumme Idee ist das denn bitte gewesen? Er hat da direkt nochmal einen Turm reingebaut. Ich glaube, ich hänge, Alter. Wieso kommst du auf solche Ideen? Das wird doch immer zur Katastrophe führen. Das kann doch nicht gut laufen. Jetzt muss ich hier immer aufpassen, dass er da meine Dinger nicht angreift. Zu viel Micromanagement für mich. Viel zu viel Micromanagement für mich. Okay. Yeah, wir bauen Stück für Stück alles auf. Wir haben schon mal ein paar Schwerter produziert. Na gut, 5 Stück, weil wir 5 Eisenerz hatten, ne? War das wirklich notwendig jetzt? Nee, wir kämpfen nicht in seinem Gebiet. Wir kämpfen nur in unserem Gebiet. Okay. Alles gekillt und wieder weg. Ah. Komm gar nicht zum Reden. Ich wollte eigentlich entspannt siedeln und ein bisschen mit euch quatschen, aber ich bin echt nur am Hin- und Herhetzen und schauen, dass mein Reich nicht untergeht. Warum baust du diesen scheiß Turm dahin? Ganz ehrlich. Muss man das verstehen? Wahrscheinlich nicht. Gut, so kann ich durch ein paar seiner Soldaten schon mal loswerden, auf meinem Land. Und das ist ja jetzt auch nicht schlecht. So, Level 2 Schwertkämpfer. Gehören uns. Wollen wir gleich mal ihm ein bisschen Stress machen. Puh, weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, ehrlich gesagt. Ja, das ist das Problem. Wie viele Leute hast du denn und so weiter? Weil klar, wenn ich hier ein bisschen einnehmen kann, wäre nicht schlecht. Würde mich natürlich freuen. Gut. Wir müssen mal überlegen, was unser nächstes Gebäude ist. Unser nächstes Gebäude ist ein großer Tempel. Im Moment warten wir jetzt ja nur auf Eisenerz, ja? Prinzipiell. Ja, genau, so kann man es sagen. Wir warten auf Eisenerz. Und schauen wir mal, ob er Eisen hat. Wenn nicht, kann er uns immerhin schon mal keine Gefahr werden. Ja, ja, nee, hat er nicht. Okay. Das heißt, bei ihm ist auch nur die Gefahr, dass er halt Zauberer macht. Und Zauberer können natürlich ein Problem werden für uns. Wollte ich nicht irgendwo eine Goldschmiede bauen? Goldschmelze? Hatte ich nicht eine Goldschmelze in Auftrag gegeben? Ja, hatte ich nicht, okay. Das ist natürlich auch noch was wir machen müssen. Weil unsere Goldmine ein bisschen, bisschen Golderz natürlich findet. Und das müssen wir in Gold bauen, weil jedes bisschen Kampfkraft hilft uns hier enorm. So. Aber unser Grundproblem ist, dass wir kein Eisenerz haben. Und da ist Eisenerz. Nein, natürlich, er braucht es auch, sie braucht es auch, ne?
Ah, ja. Ne? Das ist das Problem mit dem Eisenerz. Weil sie kann jetzt auch Soldaten ausbilden. Wir müssen uns wirklich auf Stein zu Eisen fokussieren. Und dafür macht es natürlich Sinn, den Römer einzunehmen, weil es uns nochmal ordentlich Steine bringt. Okay, dann ist das unser Gameplan tatsächlich. Und die Amazonin wird unser Gegner erstmal sozusagen. Okay. Ich meine, es ist something, womit ich arbeiten kann. Dann brauchen wir als nächstes natürlich ein Lager, in dem wir auch Steine einlagern. Nee, Steine. Sonst können wir natürlich kein Stein zu Eisen machen. Mit dem Eisen dann Schwerter machen und dann den Römer einnehmen und dadurch mehr Steine haben und dann diese Steine wieder in Schwerter münzen. Ja. That's the idea. That's the idea. So, die 5 können wir ja schon mal ausbilden. Einfach um auch ein bisschen die Gegner davon abzuhalten, uns anzugreifen. Bisschen Eisenerz findet er ja. Ja, ein bisschen Golderz haben wir auch, ein bisschen Kohle haben wir auch. Die läuft sogar ganz gut, die Mine. Die auch. Also Kohle läuft erstmal. Wir wollen die Bogenschützen noch nicht Level 2 machen. Aber ich brauche natürlich Mana für Stein zu Eisen, ne? Ja, okay, dann. Ja. Dann müssen wir die Distille ein bisschen beliefern. Hilft nichts. Die Distille muss beliefert werden, aber wir haben ja Kohle. Also Kohle ist nicht das Problem. Stimmt, wir können jetzt auch nochmal die Kohle klauen, die gerade hier rumliegt. Da fördert der Römer ja für uns mit. Und das Einzige, was uns wirklich fehlt, ist Eisenerz. Ja, gut. Wofür wir eine Lösung haben. Nicht auf dumme Gedanken kommen, meine Freunde. So. Gut, damit haben wir schon mal ein bisschen Armee jetzt. Dann mit der Goldschmelze und den 4 Eisen kommen bestimmt auf 30% oder so und dann können wir angreifen. Er wird ja außerdem jetzt eh alles in Türmen haben, alle Soldaten, die er hat. Das heißt, wir können dort schön Stück für Stück vorarbeiten und die Steine rausholen. Und dann ummünzen. Dann brauchen wir nur noch Kohle, aber Kohle läuft gut und wir haben ja auch eine Bäckerei, die ja hier gut beliefert Brot. Also auch da haben wir erstmal keine Schwierigkeiten. Das ist nur noch die Frage, ob wir nachher noch mehr Weizen produzieren wollen. Aber das ist dann erstmal Step 2, würde ich sagen. Das ist ja erstmal so 20, 30 Level 2 Schwertkämpfer produzieren. Aber dann sollte auch das passen. So. Ja, genau. Wir produzieren ein bisschen Schwerter. Das ist sehr gut. Ihr habt gut geklaut. So soll es sein. Vielen Dank dafür. Okay. Stein zu Eisen. Oh, wir können doch gar nicht einmal machen. Also gut, dass wir gerade noch ein bisschen Alkohol produzieren. Jetzt können wir einmal Stein zu Eisen machen. Ja, dann würde ich sagen, hören wir mit der Produktion von Alkohol erstmal wieder auf. Und schauen wir mal, wie viel. Da kriegen wir bestimmt 16 raus oder so. Sollte erstmal reichen, um hier den Römer weiter Platz zu machen. Ich will nicht zu viel Alkohol produzieren, einfach weil es könnte sich schnell rächen. Ja, dann müssen wir uns economically aufbauen. Ja. Genau. Okay. Auch als nächstes brauchen wir dann wieder mittleres Wohnhaus. Eigentlich wäre ein großes das Beste, aber so viele Ressourcen haben wir gerade nicht. Das können wir uns gerade nicht erlauben. Deswegen bauen wir nochmal mittleres. Okay. Und das Lager ist fertig. Ja, okay. Super. Sehr gut. Es sieht alles so aus, als könnten wir successfully den Römer killen. Das ist übrigens ein Feature, das finde ich bei Pioneers of Pagonia sehr geil ist, wenn man sagt, hey, produziert nicht mehr, dann wird die Kohle von ihm wieder weggenommen und an andere Gebäude geliefert. Wenn das denn hier, er produziert jetzt quasi sein Stuff einfach nur durch, ja. Ist zwar jetzt auch manchmal, also
Wie gesagt, komm auch, was man braucht, ja. Manchmal so mehr praktisch, manchmal so praktischer, aber ja. 5, 6 Goldbahnen, ah, ist doch. Ist was. 12%, ja, die liefern gut. Brot produzieren wir ja. Ne? Fleisch haben wir auch noch ein bisschen. Bestimmt. Ja, 6 Fleisch, da kriegen wir nochmal einiges raus. Wir machen Fortschritte. Sehr gute Fortschritte sogar. Ja. Steins Eisen können wir schon einmal machen. Ich weiß nicht, wie viele Stacks wir umkonvertieren können, aber ich glaube, es waren 2 oder 3. Oder 4? I'm not sure. Aber egal, sollte ausreichend sein, um einiges an Soldaten zu kriegen. Und eigentlich müssten wir die Amazonin killen, weil die halt Eisen hat. Aber ich glaube, sie ist intelligenter über den Römer machen. Einfach weil der uns mehr stört hier auch. Da gehen wir jetzt hier rein. Zack, 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 zack. Holen uns die Kohle noch. Zack, zack, zack. Ja, genau. Der Römer ist die Wurzel des Übels. Deswegen sollten wir den auch zuerst killen. Und hier können wir dann noch Gold einlagern. Ich glaube zwar nicht, dass wir mehr als 8 produzieren, aber hey, you never know. Ja, Kampfkraft steigt. 1% per Barren, ja. So mega. So 33% wäre ja schon gut, wenn wir hätten. Ja, 6 Goldbahnen, 6% sind wir bei 31. Ja, ja, ja. Das hört sich gut an. Die 3 können wir noch ausbilden. Steins Eisen können wir einmal machen. Ja, wir können auch jetzt schon mal anfangen, hier weiter das Land einzunehmen. Weil hier gibt es nochmal Steine und die brauchen wir ja auch. Und das Schöne ist, wir können ja auch nicht K.O. gehen, weil wir Asiate sind. Das heißt, aus 3 Holzbrettern können wir 9 Steinmetz bauen. Dementsprechend können wir jetzt, brauchen wir keine Angst haben, dass wir alle Steine hier einlagern und dann keine Steine mehr haben, um was zu produzieren. Das ist ja das Schöne an den Asiaten. Sollen wir 2 Stacks schon umkonvertieren? Eigentlich noch nicht, weil eigentlich warten wir ja vor allem noch auf Kampfstärke, ne? Ja. Hast du alles verbrannt jetzt? Na, jetzt wird alles noch eingelagert erstmal. Und du bist noch am Brennen. Dort schauen wir mal, wie viel Kampfstärke wir haben. Da können wir tatsächlich mal, sag ich, voranschreiten und dem Römer mal auf die Finger fühlen. Genau. Und dann wäre das nächste tatsächlich, dass wir noch eine Getreidefarm bauen. Vielleicht hier. Hier. Um mehr Brot zu produzieren und dann vielleicht auch Fleisch. Ja, irgendwie so. Okay. Er opfert sein Bein auch noch nicht. Also erstmal alles okay. 30%. Okay. Let's go. Bild den einen noch aus für mich. Und dann fühlen wir dem Römer mal auf die die Kohle können wir noch klauen, wenn die dabei sind. Goldmine, ja, muss er wissen. So, Gruppe 1, wir machen mal einen Save. So, meine 3 Götterkampagnen gespeichert. Okay, dann gehen wir mal rein. Steine besorgen und Kohle. ...31%. Ja, ist genau wie ich es mir vorgestellt habe. Er hat keine freien Einheiten mehr. Doch, eine. 2, 3. Aber jetzt geht doch nicht auf die Dieben. Seid ihr grenzdebil oder was? Interessiert doch niemanden, dass der da einen Dieb hat. So, und weiter. Rein. Kommando-Attacke. Ja. Es sieht erfolgreich aus.
Wir schlagen jetzt hier. Oh, er hat sogar Eisen. Ah, okay. Wir gehen jetzt hier runter und nehmen erstmal das eine, mit uns die Kohle gehört. Irgendwo werden wir beschossen. Okay, gehört uns auch. Dann nur noch nach unten. Jawohl. Damit haben wir das Wichtige eingenommen. Das ist ein dicker Win für uns. Und danach können wir uns tatsächlich mit unserem weiteren Siedlungsaufbau befassen, der jetzt auf jeden Fall eine Werkzeugschmiede mit einschließt. Die können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Werkzeugschmiede, Werkzeugschmiede. Yep. Und noch eine Getreidefarm. Kommt dann vielleicht hier hin. Ja, da. Okay, das heißt, die Werkzeugschmiede kommt woanders hin. Ah, nein, nein, nein. Sorry für die Verplantheit übrigens, aber ja, wir müssen hier irgendwie ein bisschen... Es ist anstrengend. Die Mission fordert. Die Mission fordert auf jeden Fall. Ja, aber wie heißt das? Fordern und fördern. Ja? Das ist ja immer, wie man es machen soll. Okay, bild mal hier weiter aus. Wir müssen auf jeden Fall Soldaten vorhalten für den Fall, dass wir angegriffen werden. Wir sollten auf jeden Fall auch nochmal Bogenschützen bauen im Moment. 1, 2, 3, 4. Und hier diese Türme noch voll besetzen. Aus Sicherheitsgründen. Wie sich das anhört, aus Sicherheitsgründen. Aber einfach. Weil wir hier oben am ehesten angegriffen werden. So. Jetzt brauchen wir die ganzen Türme nicht mehr. Können wir jetzt alles schon mal erstmal loswerden. Tun natürlich auch nochmal Einheiten freisetzen. Deswegen ist deswegen so wertvoll. So. Okay, ziehen wieder alles zusammen. Hier haben wir nochmal Kohle ordentlich geholt. Steine werden jetzt ordentlich eingelagert. Das können wir ordentlich Stein zu Eisen machen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal zwei Sensen. Die produzieren wir auf jeden Fall. Und ja, genau. Und wenn die hier steht, dann machen wir Steins. Ja, wir können jetzt Steins Eisen machen, scheißegal. Uff. 1, 2, 3, 4, 5 Stapel sogar. Ja, mega. Dann manuell. Stellen wir so ein. Dann haben wir jetzt erstmal Eisen ohne Ende. Super. Und Kohle haben wir auch. Dann finishen wir jetzt direkt den Römer oder wir gehen auf die Amazonen. Wir gehen auf die Amazonen und holen uns erstmal das gesamte Gebirge hier. Ja, am besten, ja genau, wir stoßen hier rein und klären das alles. Ja. So gesehen ist das der beste Weg. Also müssen wir jetzt ein bisschen producen erstmal. Aber ansonsten sollten wir das machen. Da können wir auch die Bogenschützen, die 6 Stück, die wir haben, schon rausziehen und nutzen. Gleich für unseren Angriff. Auch wenn ich glaube nicht, dass wir sie brauchen. Aber das ist ja was, was wir in Erfahrung bringen können. Indem wir hier ein paar Diebe reinschicken. Die uns ein bisschen Aufklärarbeit jetzt machen. Und uns sagen, wie es denn um die Amazonen bestellt ist. Aber es sieht so aus, als hätten wir erstmal das Game unter Kontrolle. Das ist ja das Wichtige. So, Getreidefarm. Zack. Welches ist auch keine gute Getreidefarm hier, bin ich ganz ehrlich. Hier unten ist vielleicht besser. Ja, da unten ist besser. Zu weit unten. Ein bisschen höher. So, ja, perfekt. Ja. Super.
Geht mal weiter da unten euren Spaß machen. Genau, Steine werden wieder eingelagert. Kann also wieder schön Stein zu Eisen machen, wenn es ist. Aber erstmal habe ich ja genug Eisen. Gold wird auch produziert. 33% Kampfstärke. Einiges an freien Schwertkämpfern schon. Aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Und ihr Eisenerz ist auch schon weg. Sie produziert also nicht mehr wirklich nach. Dementsprechend denke ich mal, dass wir das im 101 klären mit Schwertkämpfern. Müssen die dafür natürlich erstmal produzieren. So, das heißt, wir brauchen einfach nochmal eine zweite Waffenschmiede. Zack. Waffenschmiede Nummer 2. Und zweite Bäckerei. Bäckerei Nummer 2. Und eigentlich noch eine Getreidefarm. Hier wird die auch noch gut hinpassen. Ja. Zack. Dann können wir auch nochmal auf Schweine gehen. Ja. Ja, aber das ist später. Machen wir erstmal hier weiter. Okay. Gut, keine Minerals mehr. Alles gut. Brauchen wir auch erstmal gerade nicht. Können actually die in Eisenschmelze. Stoppen wir die? Gerade, ne, gerade haben wir noch Kohle ohne Ende, dann lass die doch laufen. Müssen jetzt erstmal das Eisenerz in Schwerter ummünzen. Dann sollten wir auch auf die 30, 40 Schwerter kommen. Und das sollte reichen, um die Amazonen Platz zu machen. Und wir wollen ja eigentlich hauptsächlich den... Die hat vor allem keine Kohle, das ist ihr Problem. Ah, okay. Ja gut, Kohle habe ich erstmal nicht das Problem. Und dann können wir hier das einnehmen. Ganze Gebirge. Klassisch. Wir haben es geschafft. Sage ich mal so. Und es sieht auch so aus, als wenn wir hier den Römer komplett einnehmen, dass wir dann auch hier unten nicht angegriffen werden können. Das heißt, wir haben dann müssen uns nur noch von oben nach unten hier durchkämpfen. Also... Eigentlich eine ganz entspannte Mission. So, jawohl, das sieht sehr gut aus. Kohle haben wir auch, genug. Ja. Was will man mehr? Will man mehr? Was will man mehr? Muss hier nur noch Steine voll. Aber gut, wir haben alles geholt vom Römer. Können aber hier gleich nochmal ein paar Sachen abreißen lassen und dann noch mehr Steine mitnehmen. Ja, genau. Die Amazonin hat jetzt gerade tatsächlich das Problem, dass sie keine Kohle mehr hat. Ja gut, ne? Das ist ihr Problem. Nicht mein Problem. Wir müssen aber ein bisschen warten, bis wir genug Soldaten haben. Wir sollten aber vielleicht weiter... Wie schaut es denn aus? Können wir nochmal? Ne, können wir eh noch nicht. Dann produzieren wir mal ein bisschen weiter... bisschen weiter Alkohol. Und ja. Keine Steine mehr in deinem Bereich. Da gibt es immer Steine, die kannst du noch abbauen. Und danach wirst du eh nach unten verlegt. Gut. So langsam haben wir es, glaube ich, unter Kontrolle. Brauchen wir jetzt nochmal neue Leute. Ja, dann hier nochmal fresh, neues mittleres Wohnhaus. Ich würde gerne ein großes bauen, aber dafür habe ich nicht die Ressourcen. Wir brauchen schon mehr, wir brauchen schon so 20, 30. Aber die Amazone ist auch schon softlocked, ja, die hat keine Kohle mehr, kann damit auch nichts machen. Das ist eigentlich der große Win mit Computergegnern, dass sie so leicht sich softlocken. Und macht die Mission natürlich für uns einfach. Einfacher. Beziehungsweise, wenn man das Schwierige ist, das Early Game zu überstehen. Und wenn man jetzt dann genug Waffen produziert und merkt, man hat genug Stuff, dann kann man sich um den Rest kümmern. Allerdings ist es natürlich noch nicht vorbei, weil wir müssen uns ja noch durch 6 andere durchbringen. Kämpfen auch noch. Und dann wird es erst richtig spannend, ob wir Progress machen oder nicht. So. Oh. Oh, 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 oh.
Da will ich aber mitmischen. Da will ich aber mitmischen. Es geht ja nicht, dass sie hier denkt, sie kann hier ohne mich da Stress machen. Nee, da mische ich schön mit. Ja, ja, genau. So habe ich mir das gedacht. Nicht, dass sie an die Kohle hier kommt, ne? Das wäre katastrophal. Ja, nicht katastrophal, aber das wollen wir eigentlich verhindern, dass sie an die Kohle kommt. Das heißt, wir sollten auch direkt hier reinstoßen, ja. Okay. 35% Kampfkraft. Wie realistisch ist es, dass wir... Ah, wir haben ja noch mehr Schwerter, ja. Wie realistisch? Wir brauchen schon 20, 25, ne? Vorher geht nichts. Ich würde gerne noch eins bauen. Aber ich würde natürlich auch die... Okay, die muss eh dahin, also können wir dann direkt hier noch eins bauen. Und danach die... Getreide Farm Nummer 2. Die dann hier so ein bisschen anpflanzen soll. Ja. Oder wollten wir die noch woanders hinbauen? Passt eigentlich. Ja. Super. Ah, Jungs. Was für ein Problem habt ihr? Genau deswegen ist es kacke, wenn man den Spaß zu nah an der Grenze baut. Alles bitte wieder schön hier sammeln, ja? Auf was für Ideen, die immer wieder kommen, ne? Katastrophe. Könntest du hier probieren, jetzt möglichst viel auf unsere Seite zu clearen? Haben wir den 19 plus 5? Ja. Okay, dann machen wir das. Wir ziehen alles zusammen. Bilden hier noch schnell 6 aus und einmal speichern. Nehmen die Bogenschützen. Und gehen mit denen vor. Und das nie angreifen und dann gehen wir mit unseren Schwertern drauf. Er reagiert gar nicht, okay. Okay, wir kämpfen in unserem Land gerne. Okay, und rein da. Okay, damit sollten wir es haben. Okay. Schwierigster Part erledigt. Schwierigster Part tatsächlich erledigt. Okay. Wir werden uns jetzt hier durchkämpfen und die Türme alle einnehmen und auch das Gebiet hier einnehmen und dann wäre die Hoffnung einfach, dass wir dann nicht mehr selber so viele Türme vorhalten müssen, wodurch wir uns auch besser verteidigen können. Ja, genau. Nächstes dann quasi hier nochmal ein Wasserwerk. Und Schweinefarm und Schlachterei. Okay, passt. So, die Bogenschützen ziehen wir wieder zurück. Sie sollen wieder schön in ihre Türme zurück. Vielleicht, dass ich einfach nur die drei Türme halte, wäre ja für mich ausreichend. Jetzt nehmen wir einfach hier die Türme ein und dann haben wir es eigentlich geschafft. Ja. Genau, dann tun wir uns hier noch ein bisschen vorarbeiten, aber sollte alles machbar sein. Ja. Das war doch sehr erfolgreich. Und so, meine Damen und Herren, gewinnt man gegen Computergegner.
Ja. Wir gehen jetzt erstmal weiter in das amazonische Gebiet für das Eisenerz. Wollen wir das? Nein. Stopp. Wir wollen ja eigentlich Stein zu Eisen machen. Dementsprechend die Kohle lieber in Mana investieren als in... Wohl, nee, macht keinen Sinn. Die Kohle lieber in Eisenerz investieren ist viel effizienter als in Mana. Wir können jetzt noch auf Level 3 Schwertkämpfer gehen. Das würde uns auch nochmal einiges erleichtern. Aber ansonsten würde ich das jetzt hier chillen, ne? Genau, wir nehmen jetzt bei der Amazone noch alles ein, was wir einnehmen können. Uff, Level 2 Bogenschützen, ey. Ich habe tatsächlich was ausgebildet. Ich habe tatsächlich was gehabt, das hätte tatsächlich auch anders laufen können für uns, aber gut. Hätte, hätte Fahrradkette. Wir haben sie gemacht, meine Freunde. Selbstverständlich, ja. Wie hätte es auch anders sein können? Den Turm müssen wir einnehmen. Dann nehmen wir hier noch den Rest ein. Das Eisenerz würde ich gerne noch haben. Das heißt, den Turm müssen wir auch noch einnehmen. Der Rest interessiert mich nicht. Danach machen wir den Römer platt. Genau, den Turm bitte noch. Damit das das Eisenerz und alles gehört, müssen wir den Turm noch einnehmen und dann... Ja, wohl, vielleicht den noch. Ja, wird sich zeigen, werden wir sehen. In dem sitzt aber eh keiner drin, das heißt, den können die zwei gerne einnehmen, die Jungs. Sollte kein Problem sein. Ja. Okay. Können uns auch. Dann den müssen wir auch noch einnehmen. Ja, und das machen wir nicht, Jungs, ja. Wir wollen nur hier ganz entspannt, ganz relaxed die Amazonen einnehmen. Genau, so. Okay, meine Damen und Herren. Wir ziehen uns zurück und kümmern uns erstmal um den Römer. Der wird jetzt komplett ausgelöscht. Gut. Damit gehört es das Eisenerz. Ja. Das ist, was wir wollten erstmal. Jetzt wird der Römer komplett ausgelöscht, damit er nicht irgendwie noch auf Barbaren bekehren Gedanken kommt. Und dann sind wir eigentlich gut dabei. So. Hier, die können eigentlich auch wieder umgewandelt werden. Hey, hallo? Die? Nur 7. Müssten eigentlich 10 sein. Ah, hier, also Nummer 3. Okay. Oder will ich noch was einnehmen? Nee, eigentlich nicht. Kommt mal wieder zurück in die Mitte, damit ich euch dann umwandeln kann. Und ab geht's. Den Römer platt machen. Puh. Ist echt eine anstrengende Mission. Muss ich sagen. Ich habe schon wieder kein Eisen mehr, ne? Ja. Das heißt, eigentlich wäre jetzt wieder Zeitpunkt für... Ja. Also 5 Stapel kann man umwandeln. Ja. In Eisen. Kampfkraft inzwischen 43%. Diese Goldmine arbeitet Overtime, ja. Die arbeitet tatsächlich Overtime. Aber jetzt gönnen wir uns halt hier noch, was er noch hat. Der hat ja noch Fische und alles und so. Das, und Land natürlich. Land ist auch immer wichtig. Genau, könntest du vielleicht einmal den hier, den Baum, abmachen? Da wäre ich auch sehr zu Dank verpflichtet. So. Gut. Dann warten wir tatsächlich jetzt auf Level 3, denke ich, ne? Genau, da kommen wir jetzt dann langsam auch hin. Sehr gut. Kohle haben wir echt genug. Kohle läuft gut. Und hier könnte man mal eine Kohlemine bauen, wenn es ist. Aber die fördern ja noch relativ entspannt. Ja, super. Was kann ich noch sagen? Entspanntes Game heute. Jetzt können wir ein bisschen entspannt reden, tatsächlich. Also ja, was kann ich sagen?
Ich finde es sehr cool, dass die Leute tatsächlich mir zuschauen, wie ich einfach Games spiele. Und vor allem, dass Siedler 3 nach all den Jahren, die es eigentlich auf dem Markt existiert, immer noch so viel Anhänger auch hat. Und ja, es freut mich einfach, wenn ihr Bock habt, hier mit mir zusammen ein bisschen was aufzubauen, vielleicht sogar. Okay, keine Steine mehr. Das ist natürlich noch ein Problem. So, erstmal hier, da kannst du da noch abbauen. Ich dann schon mal woanders hin platzieren. Ja, du musst dann auch hier abbauen, okay. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, aber vielleicht können wir tatsächlich zusammen was aufbauen. So ein bisschen, also so ein bisschen wirklich YouTube aufbauen. Professioneller, bisschen mehr mit eurem Input. Bisschen mehr drauf getrimmt auf tatsächlich reguläre Uploads, vielleicht häufigere Uploads. Und ein bisschen auch mehr Work mit euch, mit Community. Je nachdem, wenn ihr Bock habt halt, ja. Ist immer auch groß von euch abhängig, ob ihr Lust habt, mich da zu begleiten, zuzuschauen. Oder ob ihr sagt, hey, nee, danke. Den Content, den du jetzt gerade machst, finde ich so am besten. Bleib einfach so und ändere nichts. Können wir auch eine Option natürlich, ne? Ist halt immer so die Frage, was man dann jetzt am Ende aller Tage am sinnvollsten findet. Wir müssen auf jeden Fall noch eine zweite Distille bauen, weil wir gar nicht den Alkohol verbrannt kriegen, den wir hier produzieren. Ist auch eine Option. Aber so ein bisschen halt, wenn ihr Bock habt, vielleicht können wir hier was Größeres draus machen, zusammen. Ja? Ich hätte auf jeden Fall irgendwie so 100 Subs ist irgendwie so ein bisschen der Step von, hey, ich mache das halt einfach, weil ich Lust habe zu, hey, ich habe tatsächlich Reichweite. Und obwohl 100 Subs halt auch wieder nix ist, ne? Also ganz ehrlich, Reichweite ist lächerlich. Aber es ist halt so ein bisschen so, es gibt ein paar Leute, die wirklich Bock haben, meinem Content zu schauen. Und ich habe Bock, einfach ein bisschen enger mit euch zusammen zu wachsen, wenn ihr Motivation habt. Und vielleicht können wir ja das Ganze tatsächlich auch ein bisschen in den Wachstumskurs bringen. Würde mich sehr freuen. Das heißt eigentlich, was will ich von euch, was brauche ich von euch? Feedback und Vorschläge. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Was kann ich ändern, was soll gleich bleiben? Welche Games mögt ihr, welche Games mögt ihr nicht? Welche Formate mögt ihr nicht? Hey, in meinen letzten drei Videos war Sound irgendwie schlecht abgemischt. Hey, dann gerne in die Kommentare. Einfach solche Sachen. Dass wir so ein bisschen halt auch den Gestaltungsgedanken haben, ne? Und können wir mal schauen, ja? Und wenn wir dann vielleicht in 4-5 Jahren die 1000 Subs erreicht haben, dann können wir nochmal ein Siedler 3 Video machen. Random Map. Vielleicht dagegen 17, dagegen 15 NPCs. 15 Computergegner und ein bisschen Revue passieren lassen, was denn in den Jahren passiert ist. Wäre auch interessant, wer denn dann noch da ist, ob überhaupt noch Leute da sind von Anfangszeit, die noch Lust haben oder nicht. Ne, das ist ja alles so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, kann man ja gestalten. So, je nachdem, was wir Lust haben, wie wir Lust haben, was so der General Approach ist. Ja, genau. Am besten wäre halt hier. Ja, bauen wir hier halt. Upsala. Wenn ich es dahin baue. Ja, ich glaube, da ist besser. Okay. So, das ist jetzt langsam die Amazonin gewesen. Und jetzt müssen wir uns langsam mal Gedanken machen, wo wir weitermachen. Und, da präsentiert sich das nächste Ziel. Eine Werkzeugschmiede mit Eisen und Kohle. Das ist natürlich das, was wir als nächstes haben wollen. Und da wir die ja jetzt entspannt mitnehmen können, machen wir das auch. So, wir müssen aber tatsächlich jetzt auch mal ein großes Wohnhaus bauen. Wir brauchen Leute, Leute, Leute. Und jetzt haben wir eigentlich die Ressourcen auch dafür, deswegen sollten wir dies auch wahrnehmen. Ja, komm.
Geh halt. Wenn wir schon da sind, Kampfkraft, 51%, mega. Die sind alle noch nicht voll ausentwickelt, die Computer. Wir können also jetzt easy hier snacken. Ja, passt. Super. Mehr als den Turm wollte ich auch erstmal gar nicht. Mehr als den einen Turm wollte ich ja jetzt auch erstmal gar nicht. Perfekt sozusagen. Nur den abreißen. Jawohl. Und wieder zurück. So, wir müssen jetzt ein paar neue Leute ausbilden. Wie schaut es denn aus mit 76%? Würde ich ja jetzt ehrlich gesagt schon noch gerne abwarten. Da müssen wir kurz warten, ja. Hilft nichts. Müssen wir kurz warten. Ja, wir haben gerade die zweite Destille gebaut. Jetzt sollte es ja dann auch losgehen. Also, dann warten wir halt noch ein bisschen. Eisenerz haben wir noch. Produzieren gerade. Ja, wir sind gerade im Lock. Das ist ganz schlecht. Dann brauchen wir ein Lager. Dass wir Schwerter einlagern. So. Und wir könnten eigentlich auch mal ein Lazarett bauen, wenn wir jetzt eh gerade Downtime haben. Dann können wir auch noch ein Lazarett bauen. Hier. Und dann unsere Leute ein bisschen heilen. Und ein Safe Game machen wir auch noch. Damit wir an der sicheren Seite sind. So, easy. Dann tun wir das Ganze mal etwas nach vorne katapultieren. Okay, jetzt sind wir bei Level 3. Das heißt, jetzt machen wir die Stillen aus. Promotion. Wie sieht's aus? Stein zu Eisen. Können wir nochmal machen. Dann machen wir nochmal. Jetzt hat er weniger erwischt. Das war bad. Egal. Was ist da oben? Okay, keine Ahnung. Anyways, ich habe Kohle ohne Ende. Das heißt, wir bilden aus. Das heißt, wir brauchen auch den Storage. Erstmal nicht. Wir bauen gerade das große Wohnhaus. Anyways, jetzt kommen dann die Level 3 Soldaten her und dann passt das. Dann können wir da entspannt angreifen. Der Blaue macht mir ein bisschen Probleme tatsächlich. Der bildet jetzt sogar Priester aus, ne? Die können Barbaren bekehren machen. Das ist eigentlich nicht nice, aber okay. Was willst du tun? Was willst du tun? Du kannst im Prinzip nichts tun, außer warten, dass dein großes Wohnhaus möglichst bald fertig wird. Und Steins Eisen können wir jetzt nicht mehr machen. Irgendein anderer Zauber, der sinnvoll ist. Steinfluch. Klar. Nee. Steinfluch ist, bringt uns ja auch nichts, weil wir ja keinen Stein zu Eisen machen können. So. Wenn wir das geklärt haben, würde ich sagen, gestatten wir dem mal einen Besuch ab jetzt. Dann statten wir mal einen Besuch ab. Was ist hier los? Keine Holz. Ja, kannst wieder da abbauen. Okay. Ja gut, die laufen alle, ne? Das ist der eine, das ist MVP. Die Goldmine ist MVP, sage ich euch. Nur wegen der gewinnen wir das Game, weil die unsere Kampfkraft so stark erhöht. Ja. Das ist MVP. Ja, so, als nächstes ist der Römer dran. Der hat jetzt natürlich leider einen großen Tempel gebaut. Kann man nichts machen. Ist halt so. Und natürlich, wenn er jetzt einmal Barbaren bekehren macht, ist das für uns bitter. Aber, mein Gott. Vielleicht hat er noch nicht genug Mana. Kopium. Ganz viel Kopium. Ja, jetzt nervt euch den mal vor. Okay, er macht einfach... einfach nur Soldaten schwächen. Cool. Damit wäre diese Gefahr auch gebannt. Okay, da kommen jetzt richtig die Siedler raus. Wir bauen auf jeden Fall noch eins. Damit wir einfach auf der sicheren Seite sind und nicht irgendwie in Probleme kommen, was Siedler angeht. Weil sonst verliert man jetzt wieder leicht den Fokus über die Economy.
Schicken mal noch hier unsere Schwertkämpfer nach. Die wir gerade jetzt ausbilden, Level 3. Ansonsten machen wir hier weiter. Gut. Schön. Stimme wieder auf manuell. Muss erst wieder produziert werden. Wobei, wir haben gerade das große Wohnhaus gebaut, dann können die auch hier konstant ausbilden, ist ja egal. Wir haben genug Freisiedler. Eigentlich wäre für uns jetzt auch interessant, wo gibt es denn das nächste Gebirge? Wir müssen irgendwie noch an weitere Kohle kommen. Das wäre wichtig, praktisch für uns, ne? Weitere Kohle. Haben wir noch realistische Chancen, dass wir es nochmal voll kriegen, wenn wir jetzt den hier nochmal... Ja, lass den mal produzieren. Scheiß auf die Kohle, ja. Wir haben hier noch genug Kohle und Eisen jetzt rumliegen. Das sollte nicht das Problem sein. So. Okay. Dann sind wir durch den Römer auch schon mal durch. Und wir machen weiter. Stoßen wir gleich in den Asiaten vor. Aber der Römer hat ja einen unlucky Start, ja, gar kein Gebirge. Ja, random ist random, ne? Was kann man da machen? Was kann man da wohl machen? Gar nichts kann man da machen, ne? Ist halt einfach kacke gelaufen. Ist halt einfach kacke gelaufen. Das ist halt ein bisschen das Problem an random, ja. Weil random ist halt truly random hier. Und es kann einfach sein, dass man einen schlechten Start hat. Und jetzt hatten wir halt scheinbar das einzige Gebirge. Und dann können wir jetzt hier den Rest easy abfrühstücken. Was ja nicht schlecht sein muss. Dann ist es tatsächlich doch noch entspanntes Siedeln geworden. Was wir alle ja wollten. Also ich wollte das zumindest. Ich hoffe ihr auch. Und wir können einfach noch so ein bisschen uns an Siedler 3 Musik begeistern. An dem wahrscheinlich besten Spiel. Nein, das ist falsch. Siedler 3 ist nicht das beste Spiel, das jemals entwickelt wurde. Leider. Irgendwas ist leider, ne? Es gibt einfach ein paar Games, die sind immer ein bisschen besser. Und ja, ansonsten, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. By the way, ich nehme jetzt heute am 1. Januar auf. Feiertag. Muss man nutzen, die Zeit. Und morgen geht's wieder in die Arbeit bei mir. Aber ja, so hat jeder seinen Spaß. Nein, Arbeit ist auch wichtig. Schauen wir mal, wann denn dann der Urlaub kommt. Muss ich noch planen. Kann man vielleicht auch nutzen für ein paar Videos. Muss ich mal gucken. Damit bin ich ja ganz froh. Den Upload-Schedule halte ich ja ganz gut eigentlich von wegen einmal im Monat, in der Woche. Also jeden Sonntag kommt ja ein Upload. Das funktioniert ganz gut im Moment. Jetzt splittet ihr euch aber sehr weit, Jungs. Ne? Das ist schon ein bisschen auch realistisch bleiben. Nicht zu viele Türme auch gleichzeitig angreifen. Ne? Alles geht nicht. Ah, die Ägypter hat ein bisschen Stress gemacht, scheinbar. Okay. So, ich will aber jetzt erstmal hier in die Richtung weiter. Und alles nach links einnehmen und dann können wir weiter nach rechts gehen. Einfach, damit wir quasi auch mal ein Ziel haben und nicht, dass wir uns zu stark aufsplitten. Uns kostet, also Armee muss man halt auch schon konsolidieren. Zusammenhalten auf jeden Fall. Weil wenn man die Armee zu stark spreadet, dann gibt es Probleme. Unter anderem kann es sein, dass manche von denen ja tatsächlich Armeen ausgebildet haben und die müssen wir uns natürlich auch zur Wehr setzen können. Können wir unsere Verstärkung nachziehen? Das sieht im Moment nicht so aus, als gäbe es irgendwelche großartige Gegner. Was ich jetzt ja auch erstmal begrüße in dem Sinne. Ja, positiv. Ja. Okay, und dann gehen wir jetzt. Dann gehen wir jetzt hier rein.
und holen uns alles, was da ist, ja. So, dann warten wir kurz auf unsere Verstärkung. Die ist ja hier. Haben wir auch genug. Und rein da. Ja. Genau, den Turm. Und dann gehen wir rüber zum Ägypter. Ja, irgendwie so. Das hört sich gut an. Oder hört sich zumindest nach einem Plan an, mit dem ich leben kann. Dass er hier diesen einen Turm eingenommen hat, ist auch strange. Wo der wohl ist, der gelbe? Ja, sehen wir noch nicht. Da kommt vor allem erstmal der grüne. Okay. Es fehlt uns auf jeden Fall immer noch ein... ein zweites Gebirge. Ah ne, hier. Hier war nochmal ein bisschen Gebirge mit Eisen. Okay. Naja, die blaue Amazone stirbt gerade. Ich dachte mir gerade, wer schreit denn da so? Wer ist denn das? Und da hätten wir nochmal Sumpf und so, aber bisher alles gut, ne? So, dann gehen wir jetzt weiter hier. Uns das Eisenerz noch holen. Hatten wir jetzt echt extrem Glück mit unserem Spawn. Es sieht fast so aus, als hätten wir als einzige tatsächlich... sieht es echt so aus, als hätten wir als einzige ein Gebirge gehabt. Ein sinnvolles Gebirge, ja. Bauen wir nochmal ein großes Wohnhaus. Jetzt können uns auch das große Eisenerz hier wieder... Und jetzt wollen wir eigentlich nach da oben erstmal. Genau. Okay. Müssen doch die Türme einnehmen. Ups. Dachte mir gerade, das grüne Gebiet, da sind diese 8 Eisen drin. Wie gehört das dem wem? Aber ja, das sind die beiden grünen Türme hier, die hier das halten. Aber was die Ägypter davor hatte, frage ich mich schon. Der muss ja irgendwo hergekommen sein. Kann ja fast nicht sein, dass der... Also... Ja, wie gesagt, der muss ja irgendwo hergekommen sein. Und dass der so weit läuft... Ah, okay, da ist er. Das ist schon strange. Ah, der hat... Der hat Ressourcen. Der hat zumindest Ressourcen, ne? Dann wissen wir ja auch, auf wen wir jetzt als nächstes mal einen Besuch abstatten. Weil das ist natürlich das, was für uns gefährlich ist, wenn jemand Ressourcen hat. Müssen wir mit dem ja auch irgendwie fertig werden. Also wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen die Grenzen freischaufeln. Ja, okay, hier hat auch Ressourcen. Gut, das heißt, auf jeden Fall in die Richtung gehen wir jetzt erstmal weiter. Ja, die bildet sogar aus, ne? Okay, das heißt, ganz klar. Wir haben unser Ziel sogar... Das ist ja richtig... Richtig juicy. Ja, hier gibt es richtig Ressourcen. Können wir richtig kannibalisieren. Ah, yes. Super. Damit lösen sich auch wieder meine ganzen Bedenken in Luft auf. Von wegen, haben wir genug Kohle, haben wir genug Eisen? Ja, haben wir. Definitiv. Zack. Glück. Woher hat der sein Stuff? Das wäre das Interessante. Weißt du, woher hat er die Ressourcen? Woher kommen die? Weil ich würde gerne das Gebirge natürlich abbauen. Nicht early. So, haben wir hier nochmal ein bisschen neu? Jawohl. Die können wir schon mal losschicken. Die können mal hier noch die Abkürzung, sage ich mal, freimachen. Gleichzeitig wäre schon interessant, wo sein Gebirge ist. Muss wahrscheinlich dann doch auch beim Asi... Boah, der... Gibt das auch nochmal richtig Stuff, ne?
Dann sollten wir tatsächlich noch mal ein bisschen auf Production von Ding gehen und auch ein paar Bögen bauen und das mal auf manuell stellen. Falls es gegen den Ägypter ein bisschen härterer Kampf wird, sollten wir ein paar Bogenschützen haben, die wir ausbilden können. Das wäre auf jeden Fall wertvoll. Weil er scheint durchaus nicht der ganz entspannte Typ zu sein, wenn er hier mit drei fertigen Eisenschmelzen steht. Und ja. Irgendwie müssen wir uns da schon aufpassen, dass wir uns jetzt nicht in was reinstürzen und das dann noch komplett verlieren oder wegschmeißen. Diese ganze Armee, nur weil wir dachten, hey, der kann ja nichts. Weil so sieht es ja nicht aus. Er hat andere Probleme, der hat keinen Stein mehr. Das ist sein Hauptproblem. Okay. Ja, ohne Stein ist natürlich Kacke, aber er kann natürlich so lange ausbilden kann. Ah, da oben ist das Gebirge. Da oben ist das Gebirge. Okay, da oben ist das Gebirge, das eigentlich die Sache interessant macht. Okay. Schaut's denn aus? Ja. Okay, dann werden wir über den Grünen reingehen. Und später dann den Ägypter in Angriff nehmen. Was braucht der für Mana-Produktion? Braucht er auch nicht mal. Braucht er auch keine Kohle und so, ne? Der braucht nur Wasser und Getreide. Das heißt, der kann auch Level 3 Soldaten ausbilden. Dementsprechend ist es schon der gefährlichere. Aber hier hätten wir nochmal Zugang zu Ressourcen und wollten das dementsprechend nutzen, dass wir uns diese Ressourcen auch holen. Mal die ganzen Messages weg. Du findest keine Steine mehr. Das ist richtig. Gibt es hier noch irgendwo Steine zum Abbauen? Da gibt es noch ein paar. Oder hier. Da. Die sind ganz gut. Okay. Da kriegen wir nochmal ordentlich Gold und Eisenerz her. Kohle und Eisenerz. Okay, dann sammeln wir uns nochmal. Na gut, den Turm abzureißen war vielleicht nicht ganz intelligent, aber er tut gerade auch nicht verarbeiten, warum auch immer. Wir ziehen mal alles zusammen, was wir haben. Und schauen wir, was wir haben, und dann schauen wir vielleicht vorbei. Die Frage, wie viele Gegner haben wir schon vernichtet? Jetzt gibt es da nur noch Gelb. Kann sein, dass es der letzte ist. Wir machen trotzdem mal einen Save. Schau mal, der Grüne müsste jetzt auch ausgelöscht sein. Okay. Perfekt. Dann auch ihr nach oben. Dann schauen wir mal, was wir jetzt noch erreichen können. Level 3 Bogenschützen haben wir noch nicht. Wir haben allerdings hier durchaus nochmal eine sizable Armee, mit der wir mal, sag ich mal, antesten können, wie stark der Ägypter ist. Und dann sehen wir ja, ob wir tatsächlich jetzt agieren müssen oder nicht. Jo, wir haben auch gerade keinen Mangel irgendwie, also keine große Völkerwanderung in das gegnerische Gebiet. Also auch alles entspannt. Gut, das heißt, wir ziehen jetzt wirklich erstmal zusammen, was wir hier noch haben. Dann schauen wir mal. Starten wir eigentlich mit einem Esel? Ja, tatsächlich, wir starten mit einem Esel. Ja, das ist ja süß. Warum starten wir mit einem Esel? Ein Esel bringt doch quasi gar nichts. Ja gut, die Kohle müssen wir jetzt nicht mehr in die Distillen liefern. Gut. Die werden vollständig beliefert. 16, 32 Punkte sollten reichen. Wir müssen aber nochmal ein Lager bauen für weiteres Gold zum Einlagern. Dass ich ein Lager voll bekomme, okay. Das sind das 57%, ja. Nein, tatsächlich, die Goldmine war heute MVP. Goldmine und Stein zu Eisen, das, was uns heute den Tag gerettet hat. Und wir schauen jetzt, dass wir sein Gebirge abschneiden können. Und ich glaube, er hat keine Steine mehr. Das war sein Problem. Aber hey, sein Problem ist nicht unser Problem.
Ach, also nachdem wir diesen katastrophalen Anfang überstanden haben, macht das Game tatsächlich wieder Spaß, wieder entspannt. Liebe es einfach. Macht einfach, ist einfach eines der besten. Vielleicht kann man sagen, ist eines der besten Games, die jemals entwickelt wurden. Ja. Es ist nicht das beste Game, aber eins der besten. Bitte ihr mal nicht die Billo-Soldaten da oben. Ja, okay, wir haben das auch mit Schwertkämpfern. Wir haben das auch mit Schwertkämpfern, okay. Gut. Oh, bitte. Das ist halt wieder bitter. Wenn der da immer gleich so viel auch einnehmen kann. Von meinem Land, dass ich mich hier erarbeitet habe, ja. Kriegt er dann ausgerechnet alles, was hier drin ist. Dafür gehört mir das hier. Okay. Gut, aber ich würde sagen, da machen wir der Amazonin auch gleich mal klar, wer hier der Herr im Haus ist. Unglücklicher Vergleich. Anyways, trotzdem machen wir das mal und zeigen hier mal auf, wie man das spielt, das Game, und dann gönnen wir uns bei der auch. Was ist bei der das Problem? Gute Frage. Die hat einiges an Level 1 Soldaten, aber nichts Level 2. Eigentlich reicht es mir, wenn wir den Turm einnehmen. Mehr muss nicht sein erstmal. Okay, passt, 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 passt. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Alles, was wir wollten, haben wir erreicht. Für die sollten wir dann vielleicht doch nochmal ein paar Bogenschützen ausbilden. Wir müssten aber jetzt ja bei der Level 3 Bogenschützen angekommen sein. Noch nicht ganz, okay. Machen wir die ganzen Messages weg. Ja, du produzierst nicht. Du warst auch gut, ja? Du warst nicht so MVP wie die Goldmine, aber du warst trotzdem MVP. Sehr gut. Trotzdem sehr gut. Ja, wir haben noch so viel Eisen auch rumliegen. Wir brauchen das alles erstmal nicht. Ging das gar nicht verarbeitet. So, ausbilden. Können wir gleich nochmal ein bisschen große Türme bauen. Große Wohnhäuser bauen. Brauchen wir auf jeden Fall. Werden wir den Ägypter hier noch auslöschen. Und dann werden wir unsere Einheiten nachziehen und der Amazonin auch noch. Ich glaube, das müsste die letzte sein. Es war eine schöne Map, muss ich sagen. Die ist fast sogar gespiegelt. Aber halt Gebirge, Mangelware. Aber nicht unbedingt schlecht. Wobei ich glaube, dass so eine Map mit echten Gegnern, also mit Nicht-Computer, mehr Spaß macht, weil die Computer hier nicht genau wissen, wie sie mit umgehen sollen. Aber gut, hey. Ist wie es ist. Wir spulen mal eine Minute vor. Haben ungefähr alles ausgebildet, was wir ausbilden können. Jetzt müssen wir nur noch das alles hinterher schicken und warten, bis die da sind, und dann haben wir es. So, das heißt, wir ziehen jetzt hier nochmal alles zusammen. So, jetzt ist alles da. Bogenschützen, Schwertkämpfer und let's go. Letzter Angriff für heute. Ah, 84 Schwertkämpfer ist akzeptable Menge, würde ich sagen. Level 3, wohlgemerkt. Und wir haben echt noch viel Kohle und Eisen hier liegen. Brauchen wir fast alles nicht. So, Rainer jetzt. Sollten wir ja easy machen. 60% Kampfstärke gegen Level 1er, diese Level 3. Ich sehe eigentlich nicht, warum es schief gehen sollte. Jawohl. Schön. Dann nehmen wir jetzt hier noch weiter ein. Und wir haben gewonnen. Ach schön, dann schauen wir uns doch die Map noch an. Aber es gibt eigentlich nur dieses eine Gebirge hier, das eine Gebirge hier und das eine Gebirge hier, und man muss sich halt echt um das Gebirge fighten. Aber
Das macht halt auch den Reiz von Siedler aus, ne? Dass man sich halt schnell drum kümmern muss, dass einem das gehört, was wichtig ist. Und das ist unter anderem das, was ich auch in Pioneers of Pagonia vermisse. Einer der Punkte. Und damit können wir es eigentlich zusammenfassend beenden, sagen. Ich freue mich sehr, dass ich 100 Subs hier habe. Ich hoffe, euch hat das Special gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwie Feedback, Wünsche, Anregungen habt, die ihr mir mitgeben wollt. Ich lese immer gerne alles. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt allen noch ein schönes Jahr 2024 und hoffe, ihr freut euch, so wie ich auch, auf die weitere Zeit. Schauen wir uns noch ein Screen an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.